14. Kapitel von Stine von Theodor Fontane. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Pittelkow, als der Graf fort war, warf sich in Staat, nahm ihren Umhang und ging in die Tieckstraße, um mit Wanda zu beraten, was zu tun und in welchem märkischen Neste Stine wohl am besten unterzubringen sei. Wanda, dessen entsann sie sich, hatte eine ältere, nach Teupitz hin an einen Schlächtermeister verheiratete Halbschwester. Vielleicht, wenn man sagte, dass da was Kleines angekommen und der Mann samt seinen vielen Kindern eines Beistandes in der Wirtschaft bedürftig sei. Ja, so muß es gehen. Und ist er's wer in Teupitz, so kommt er so bald nicht wieder weg. Und die Frau wird sie schon festhalten. So viel wird sie doch wohl von Wanda haben, dass sie nicht gleich locker lässt. Und wenn gerade geschlachtet wird, kann Stine ja zusehen und hat ein bisschen Zerstreuung. In dieser Richtung gingen die Gedanken der Pittelkow, die, während sie diese Pläne machte, nicht ahnen konnte, dass ziemlich um eben diese Zeit bereits Entschlüsse gefasst und Entscheidungen getroffen waren, die jeden weiteren Klugheitsplan unnötig machten. Waldemar, als er den Onkel verlassen hatte, hatte seinen Weg erst bis Schloss Bellevue hin und von dort aus nach einem um ein paar hundert Schritte weiter flussabwärts gelegenen Sommerlokal genommen, das er für gewöhnlich an jedem Spätnachmittag, ehe er zu Stine ging, aufzusuchen pflegte. Dort im Schatten alter Bäume niederzusitzen und zu sinnen und zu träumen war das, was er liebte. Wirt und Wirtin in diesem Lokale kannten ihn längst, ebenso war er der Intimus der dort zahlreich ansässigen Spatzen, die, sobald er Platz genommen, den Tisch umhüpften und die Brocken und Krümel des eigens für sie bestellten Stück Kuchens aufzupicken pflegten. Das alles war heute gerade so wie sonst, und nur die ihre Köpfe neugierig zusammensteckenden Kellner beschäftigten sich augenscheinlich mit der Frage, was ihren regelmäßigen Spätnachmittagsgast heute schon zu so früher Stunde hierher geführt haben könne. Denn es war erst zwei. Waldemar hatte seine Freude daran, diese kleine Neugier zu beobachten, und las aus den Mienen der Kellner den Gang ihrer Unterhaltung mit einer Sicherheit heraus, als ob er sie vom nächsten Baum her hätte belauschen können. Überhaupt entging ihm nichts, und wenn er eine Zeit lang die Qualmwolken aus dem gerade gegenübergelegenen Borsigschen Eisenwerke hatte hervorquellen und nach der Jungfernheide hin abziehen sehen, so gab er seinen Blick mit einem Male wieder eine Seitwärtsrichtung und zählte dabei die Brückenpfeiler oder die Spreekähne, die von der Stadt her den Fluss herunterkamen. Er war ohne jede Spur besonderer Erregung und beschäftigte sich, was übrigens seinem Charakter entsprach, kaum noch mit dem Gespräche, das er eben erst mit dem Onkel gehabt hatte. Wenn er den Frieden nicht haben konnte, so war es schon viel für ihn, ihn seinerseits ehrlich und aufrichtig gewollt zu haben. Und das war ja der Fall. Aus diesem Bewusstsein erwuchs ihm etwas wie Trost und Ergebung. Und wenn Ergebung auch nicht das absolut Beste, nicht der Friede selbst war, so war es doch das, was denn am Frieden am nächsten kam. Er blieb wohl eine Stunde. Dann erst erhob er sich und ging auf den Ausgang zu. Von draußen her aber sah er noch einmal über den Staketzaun in den Garten zurück. Da war wieder die Musikestrade mit den wackeligen Notenpulten
und gleich dahinter das primitive büffett mit den eingeschnittenen querhölzern, deren zahllose Weißbierdeckel wie kleine Schilde hingen. Und dicht daneben und halb überwachsen von einer Kugelakazie stand der eben von ihm verlassene Tisch, auf dessen grüner Platte jetzt die Lichter und Schatten tanzten. Er konnte sich nicht losreißen von dem allen und prägte sich's ein, als ob er ein bestimmtes Gefühl habe, dass er's nicht wiedersehen werde. Glück, Glück, wer will sagen, was du bist und wo du bist? In Sorrent, mit dem Blick auf Capri, war ich elend und unglücklich, und hier bin ich glücklich gewesen. Und nun ging er weiter flussabwärts bis an die Moabiterbrücke, weil er vorhatte, den Rückweg am anderen Ufer zu machen. Als er aber drüben war, nahm er langsam und unter gelegentlichem Verweilen seinen Weg auf den Humboldtshafen und zuletzt auf den Invalidenpark zu. Dort blieb er stehen und musterte das gegenüberliegende Haus. Stine stand oben am Fenster. Er grüßte mit der Hand und stieg dann in ihre Wohnung hinauf. Stine empfing ihn schon an der Tür, glücklich, ihn zu sehen, aber doch mit einem Anfluge von Sorge, weil er sonst nie vor Dämmerstunde kam. »Was ist?« sagte sie. »Du siehst so verändert aus.« »Möglich, aber es ist nichts. Ich bin vollkommen ruhig.« »Ach, sage nicht das. Wenn man sagt, man sei ruhig, ist man's nie.« »Woher weißt du das?« »Ich glaube, das lernt jeder. Dafür sorgt das Leben. Und dann weiß ich es von Pauline, wenn die zu mir sagt, Stine, nun bin ich wieder ruhig, dann ist es immer noch schlimm genug. Aber nun sage, was ist?« »Was ist?« »Eine Kleinigkeit. Eigentlich nichts. Ich stand immer einsam unter den meinigen, und nun soll ich noch etwas einsamer dastehen. Es wirkt einen Augenblick, aber nicht lange.« »Du verschweigst mir etwas, sprich.« »Und deshalb bin ich hier. Und so höre denn, ich war bei meinem Onkel, um ihm zu sagen...« »Ja, was, Stine?« »Um ihm zu sagen, dass ich dich lieb hätte.« Stine kam in ein Zittern. »Und dass ich dich heiraten wolle.« »Ja, heiraten. Nicht, um eine Gräfin Haldern aus dir zu machen, sondern einfach eine Stine Haldern, eine mir liebe kleine Frau. Und dass wir dann nach Amerika wollten. Und zu diesem Schritt erbät ich seine Zustimmung oder doch eine Fürsprache bei meinen Eltern.« »Und?« »Und diese Fürsprache hat er mir verweigert.« »Ach, was hast du getan?« »Sollte ich nicht?« »Was hast du getan?« wiederholte Stine, zugleich hinzusetzend. »Und ich, Ärmste, bin schuld daran. Bin schuld, weil ich's habe gehen lassen und mich nie recht gefragt habe, was wird. Und wenn mir die Frage kam, so habe ich sie zurückgedrängt und nicht aufkommen lassen und nur gedacht, freue dich, solange du dich freuen kannst. Und das war nicht recht. Dass es nicht ewig dauern würde, das wusste ich. Aber ich rechnete doch auf manchen Tag. Und nun ist alles falsch gewesen. Und unser Glück ist hin, viel, viel schneller als nötig, bloß weil du wolltest, dass es dauern solle.« Waldemar wollte widersprechen, aber Stine litt es nicht und sagte, während ihre Stimme mit jedem Augenblick beschwörender und eindringlicher wurde, »Du willst nach Amerika, weil es hier nicht geht. Aber glaube mir, es geht auch drüben nicht. Eine Zeit lang könnte es gehen, vielleicht ein Jahr oder zwei.
aber dann wär es auch drüben vorbei. Glaube nicht, dass ich den Unterschied nicht sähe. Sieh, es war mein Stolz, ein so gutes Herz wie das deine lieben zu dürfen, und dass es mich wieder liebte, das war meines Lebens höchstes Glück. Aber ich käme mir albern und kindisch vor, wenn ich die Gräfin Haldern spielen wollte. Ja, Waldemar, so ist es, und dass du so was gewollt hast, das macht nun ein rasches Ende. Vor Jahren, ich war noch ein Kind, habe ich mal ein Feenstück gesehen, in dem zwei Menschen glücklich waren, aber ihr Glück, so hat die Fee gesagt, würde für immer hin sein, wenn ein bestimmtes Wort gesprochen oder ein bestimmter Name genannt wurde. Siehst du, so war es auch mit uns. Jetzt hast du das Wort gesprochen und nun ist es vorbei. Vorbei, weil die Menschen davon wissen. Vergiss mich, du wirst es. Und wenn auch nicht, ich mag keine Kette für dich sein, an der du dein Leben lang herumschleppst. Du musst frei sein, gerade du. Ach, meine liebe Stine, wie du mich verkennst. Du sprichst von einer Kette und dass ich frei sein müsse. Freiheit. Nun ja, mein Leben war frei, was man so frei sein nennt, seit ich aus meiner Eltern Haus ging und in manchen Stücken auch früher schon. Aber wie verlief es trotzdem? Wie war es von Jugend an? Wir haben so viel davon geplaudert und ich habe dir von meinen Kindertagen erzählt und von dem langweiligen Hauslehrer, der den Frommen spielen musste nach Anweisung und mich mit Sprüchen und Geboten und dem ewigen »Was ist das?« quälte und mit dem Glaubensbekenntnis, das ich nie verstand, und er auch nicht. Aber der arme, traurige Mensch, der, ich sollte vielleicht nicht spotten, gerade ich nicht, der immer einen Katarr und eine Liebschaft hatte, war lange nicht der Schlimmste. Das Schlimmste war, dass ich im Hause selbst bei meinen eigenen Eltern ein Fremder war. Und warum? Ich habe später darauf geachtet und es in mehr als einer Familie gesehen, wie hart Eltern gegen ihre Kinder sind, wenn diese ganz bestimmten Wünschen und Erwartungen nicht entsprechen wollen. Stine, die dieselbe Wahrnehmung auch in ihrer bescheidenen Sphäre gemacht haben mochte, nickte zustimmend, und Waldemar, der sich dieser Zustimmung freute, fuhr deshalb fort: »Es wird wohl überall so sein, und jedenfalls war es so bei uns. Und dazu die Launen und Verstimmungen einer Frau, weil ihr ein Großfürst einmal ein Billett geschrieben, das beinahe ein Liebesbillett war, und die sich nun einbildete, nicht viel was anderes als eine Missheirat geschlossen zu haben. Da hast du das Bild meiner Stiefmutter. Den Sommer über war sie verstimmt über das langweilige Landleben und über die Damen der Nachbarschaft, die gar keine Damen waren und wenigstens nicht in ihren Augen. Und wenn sie dann winters zu Hofe ging, so war sie noch verstimmter, weil schönere oder vornehmere da waren und ihr den Rang abliefen. Und diese schlechte Laune musste ich entgelten. Diese Verstimmungen trafen mich, der ich ihr überhaupt von Anfang an missfiel. Und als ich dann heranwuchs und wohl auch meinerseits zeigen mochte, dass mir nicht alles gefalle, da war ich vollends nicht auf Rosen gebettet. Und so ging's, bis ich mit 19 eintrat und mit zu Felde zog und die Kugel kriegte, oder zwei, wovon ich dir erzählt habe. Da wurde es freilich einen Augenblick besser, und ich war ein Vierteljahr lang der Held und Mittelpunkt der Familie, besonders als auch prinzliche Telegramme kamen, die sich nach mir erkundigten. Ja, Stine, das war meine große Zeit.
aber ich hätte sterben oder mich rasch wieder zu Gesundheit und guter Karriere herausmausern müssen, und weil ich weder das eine noch das andere tat und nur so hinlebte, manchem zur Last und keinem zur Lust, da war es mit meinem Ruhme bald vorbei. Der Vater hätte es vielleicht ändern können, wenn er ein festes Eintreten für mich gewagt und nicht seinen Haus- und Ehefrieden über mein Glück gestellt hätte. So konnte er sich nicht aufraffen, und so habe ich denn durch viele Jahre hin gelebt, ohne recht zu wissen, was Herz und Liebe sei. Nun weiß ich es. Und jetzt, wo ich es weiß und mein Glück festhalten will, soll ich es wieder aus der Hand lassen. Und alles bloß, weil du von Ansprüchen sprichst und vielleicht auch daran glaubst, die mir im Blute stecken sollen und die, weil im Blute, gar nicht aufzugeben seien. Ach, meine liebe Stine, was gebe ich denn auf? Nichts, gar nichts. Ich sehne mich danach, einen Baum zu pflanzen oder ein Volk Hühner aufsteigen oder auch bloß einen Bienenstock ausschwärmen sehen. Er schwieg und sah vor sich hin. Stine aber nahm seine Hand und sagte, wie du dich selbst verkennst. Der Tagelöhnersohn aus eurem Dorfe, der mag so leben und dabei glücklich sein, nicht du. Dadurch, dass man anspruchslos sein will, ist man's noch nicht. Und es ist ein ander Ding, sich ein armes und einfaches Leben ausmalen oder es wirklich führen. Und für alles, was dann fehlt, soll das Herz aufkommen. Das kann es nicht. Und mit einmal fühlst du, wie klein und arm ich bin. Ach, dass ich in diesem Augenblick so spreche, das ist vielleicht auch schon eine Schwachheit und ein kleines Gefühl, aber ich kämpfe nicht dagegen an, weil ich glaube, dass aus allem, was du vorhast, nur Unheil kommt, nur Enttäuschung und Elend. Der alte Graf ist dagegen und deine Eltern sind dagegen, du sagst es selbst, und ich habe noch nichts zum Glück ausschlagen sehen, worauf von Anfang an kein Segen lag. Es ist gegen das vierte Gebot, und wer dagegen handelt, der hat keine ruhige Stunde mehr, und das Unglück zieht ihm nach. Ach, meine liebste Stine, du redest dich so hinein und kommst mir nun gar mit dem vierten Gebot. Glaube mir, das mit dem vierten Gebot, das hat auch seine Grenze. Vater und Mutter sind nicht bloß Vater und Mutter, sie sind auch Menschen. Und als Menschen irren sie so gut wie du und ich. Nein, ich will dir sagen, was es ist und warum du glaubst, so sprechen zu müssen. Ich verstehe mich ein bisschen auf das menschliche Herz, denn sieh, wer jahrelang auf dem Krankenbett liegt, der hat viel Zeit und spürt vielem nach. Und das Verlockendste sind immer die Schlängelgänge des Herzens, des eigenen und das der anderen. Und nun höre, was es ist. Es ist was Hochmütiges in eurer Familie, daran drei Grafen genug hätten, etwas Trotziges und Herausforderndes und ein Hang, die Wahrheit zu sagen und mitunter auch noch mehr. Deine Schwester hat es sehr stark und du hast es auch, hast auch dein Teil daran. Und sie, in diesem deinem falschen Stolze willst du nicht, dass ich auch nur einen Augenblick glauben soll, du hättest an so was wie eine Stine Haldern gedacht. Das ist dir gegen deine Ehre. Hab ich recht und ist es so? Nein. Gut, ich glaube dir. Ich weiß ganz bestimmt, dass du ja gesagt hättest, wenn du es hättest sagen können. Und dass du dies ehrliche Nein sagen kannst, das ist schön von dir und lässt mich aufs Neue sehen, eine wie gute Wahl ich getroffen. Und nun soll es an bloßen Einbildungen scheitern.
Ich bin aus den Vorurteilen heraus, und nun willst du sie haben. Ich beschwöre dich, Stine, mache dich frei davon und vor allem entschlage dich deiner Ängstlichkeiten.« Stine schüttelte den Kopf. »Es soll also nichts mit uns werden?« »Es kann nicht. Und alles soll bloß ein Sommerspiel gewesen sein?« »Es muss.« »Und es kommt dir nicht der Gedanke, dass mir alles das Leben bedeuten könnte?« »Um Gottes Willen, Waldemar!« »Ich will keine Ausrufe, ich will eine Antwort, ein Ja, kurz und bestimmt. Und dann fort, fort. Sprich, Stine, du weißt, was ich bitte. Willst du?« »Nein.« Und sie stürzte weinend an ihm vorüber. Er hielt sie aber fest und sagte, »Stine, so wollen wir nicht scheiden. Ein Nein soll nicht dein letztes Wort gewesen sein. Setze dich nieder und sieh mich an. Und nun sage mir, hast du mich wirklich geliebt?« »Ja, von Herzen, von ganzem Herzen.« Und das Krampfschluchzen, unter dem sie sprach, ging in eine Ohnmacht über. Als sie wieder zu sich kam, war sie allein. Ende des Kapitels.